Bei stürmischem Wind pendelt die Richtkrone hoch über dem Rohbau des zukünftigen Feuerwehrgerätehauses in Barleben. Etwa einen Monat früher als geplant konnte jetzt das Richtfest ganz traditionell gefeiert werden und viele Vertreter der Gemeinde, als Bauherr, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und die Handwerker der beteiligten Baufirmen freuten sich über den Baufortschritt. Weil wir in Krisensituationen Menschen brauchen, die uns zur Seite stehen, wie die Feuerwehr, brauchen wir nicht nur die Menschen, wir brauchen auch Technik, wir brauchen auch die Gebäude, wir brauchen die Immobilien und wir brauchen den gesellschaftlichen Rückenhalt für unsere Helfer. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, nicht hier nur einmal auch schon Danke zu sagen für das Geleistete, sondern auch gesellschaftlichen Rückenhalt für unsere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden nicht nur anzuregen, sondern einzufordern. Was wir hier an manchen Stellen in Deutschland erlebt haben, ist eine Katastrophe. Und das kann man nicht deutlich genug sagen. Wir stehen hinter unseren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Der Gemeinderat hat nicht nur deswegen hier eine der größten oder die größte Investition der letzten 10 Jahre beschlossen mit über 6 Millionen Euro. Wir manifestieren unser Dahinterstehen mit Beton, mit Mauern. Und deswegen ist es wichtig, dass hier nicht nur 5 Leute stehen und nicht nur 50, sondern deutlich mehr Menschen dabei sind, um das hier auch zu zelebrieren, zu feiern und dem auch wirklich dem Nachdruck zu verleihen. Oh, Leute. Dann die traditionellen letzten Nägel, die Ortswehrleiter Daniel Säuberlich und Bürgermeister Frank Nase sicher im Holz des Balkens versenkten. Und dann der gereimte Richtspruch vom Zimmermann. Verhallet sind des Beile Schläge, verstummt ist die geschwätzig Säge. So preiset laut der Zimmermann, so gut wie er es eben kann. Den herrlich schönen, stolzen Bau, der sich erhebt zum Himmelsblau, der uns unseres Meisters Hand zu aller Freude hier erstand. Nun müssen andere noch vollenden den Bau mit kunstgeübten Händen. Das Innere schmücken sorgsam aus, dann wird's für wahr ein prächtig Gerät aus. Den Bauherren, also die Gemeinde, die Wehr, den Handwerkern und allen Anwesenden ein dreifaches Hoch, hoch, hoch. Zum Wohl. Zum Wohl. So. Zum Wohl. Prost. Das ist nur Wasser, hoffe ich. Es war kein Wasser. Es war kein Wasser. So. Scherben bedeuten Glück und Segen, der Bauer schafft auf allen Wegen. Beim anschließenden Rundgang konnten sich die Gäste von der weitsichtigen und zukunftsorientierten Planung überzeugen. Mit 6,5 Millionen Euro, die die Gemeinde Barleben aus eigenen Mitteln finanziert, entstehen 6 Einstellplätze für modernste Feuerwehrautos, darunter auch ein Wagen mit einer Hochleiter. Aufenthalts- und Umkleideräume und ein Lager für die komplette Ausrüstung der 3 Feuerwehren in der Einheitsgemeinde. Weit mehr als der Eigenbedarf an Strom wird in Zukunft über die geplante Photovoltaikanlage hergestellt, der auch ausreichen wird, um über Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen, mit dem in Zukunft sicher die Fahrzeuge der Feuerwehren betrieben werden. Mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses wird im kommenden September gerechnet.